Pro-Kontra Drogenkonsumräume. Pro, kalter Entzug mag für den einen oder anderen funktionieren. Ein Teil der Menschen, der Drogenkonsumräume nutzen, die Drogenkonsumräume nutzen, haben jedoch überhaupt nicht vor, den Konsum auf kurz oder lang einzustellen. Ein anderer mag das wollen, ist aber nicht in der Lage dazu oder überhaupt nicht in das Hilfesystem eingebunden. Dass Repression in der Suchtbekämpfung nicht funktioniert, zeigen Jahrzehnte der verfehlten Drogenpolitik. Konsumräume ermöglichen die Einbindung in die Hilfesysteme, ein menschenwürdiges Leben der Abhängigen und verringern darüber hinaus die Belastung des Umfelds. Kontra: Es gibt bereits viele niederschwellige Angebote für Drogenkonsumenten. Auch Substitution ist ein Angebot. Wer bisher die Angebote des Hilfesystems nicht wahrgenommen hat, wird dies auch nicht durch einen Konsumraum tun. Warum muss die Allgemeinheit für Menschen zahlen, die an ihrer Drogensucht festhalten? Ja, meine Meinung. Ein Drogenkonsumraum ist ein nicht verzichtbares, überlebenswichtiges Instrument. Da wo Drogenkonsumräume öffnen, sinken die Zahlen der Drogentoten. Das zeigt, der Konsumraum rettet Menschenleben. Natürlich bringen Drogenkonsumräume alleine nichts, aber Drogenkonsumräume zusammen mit Präventionsarbeit, da denke ich mal, haben wir gute Chancen, dass sich hier was verbessert am Drogenkonsum in Deutschland. Und in erster Linie dienen ja Drogenkonsumräume nicht davon, dass die Menschen also halt aufhören, Drogen zu konsumieren, sondern dass sie es halt sicher tun und nicht irgendwo in der Öffentlichkeit sich irgendwas einführen. Was denn noch eventuell infiziert ist oder sowas. In erster Linie geht es darum, dass die es halt sicher machen, wo auch, falls sie eine Überdosis zu sich nehmen, halt auch Hilfspersonal dabei ist, das ihr Leben rettet. Dafür sind Drogenkonsumräume erstmal in erster Linie gedacht halt. Also für diejenigen, wo Präventionsarbeit nicht mehr so viel bringt. Außerdem arbeiten da in Drogenkonsumräumen auch Hilfspersonal, was die Menschen auch dazu anleitet, halt in Hilfe zu gehen. Und Drogenkonsumräume werden schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, um sein Drogenproblem auch dann halt zu lösen, zu bekämpfen. Aber schreibt gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Seid ihr für oder gegen Drogenkonsumräume oder ist es euch egal? Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare.